mit 38 Jahren. Er spielte für den großen FC Barcelona und viele weitere internationale Topclubs. Im Alter von 38 Jahren hängt der Kameruner Samuel Eto'o nun die Fußballschuhe an den Nagel. Der dreimalige Champions League-Sieger Samuel Eto'o hat seine Fußballkarriere beendet. Das teilte der 38-jährige Kameruner auf seinem Instagram-Account mit. Das Ende, auf zu einer neuen Herausforderung, schrieb Eto'o, der zuletzt in Katar beim Katar SC spielte. Eto'o gehörte zu den besten afrikanischen Fußballern überhaupt. Der viermalige Fußballer des Jahres von Afrika gewann zweimal mit dem FC Barcelona, 2006 und 2009, und einmal mit Inter Mailand, 2010, die europäische Königsklasse. Auch im Trikot von Kamerun feierte er viele Erfolge, bei den Olympischen Spielen in Sydney 2000 holte er mit den unzähmbaren Löwen Gold, dazu gewann er mit dem Nationalteam zweimal den Afrika Cup und nahm an vier Weltmeisterschaften teil. Insgesamt erzielte er 56 Tore in 118 Länderspielen. Seine beste Zeit erlebte Eto'o in Spanien beim FC Barcelona, 2004 bis 2009, und zuvor bei ACD Molucca, 2000 bis 2004. Danach spielte er unter anderem noch für Inter Mailand, dem FC Chelsea, dem FC Everton und Sampdoria Genua. Insgesamt spielte er in seiner Karriere für rund ein Dutzend Clubs. Dabei brachte er es auf 359 Tore in 718 Pflichtspielen. Liebe Leserinnen und Leser, leider können wir Ihnen nicht zu allen Artikeln einen Kommentarbereich zur Verfügung stellen. Mehr dazu erfahren Sie in der Stellungnahme der Chefredaktion. Eine Übersicht der aktuellen Leserdebatten finden Sie hier. Gerne können Sie auch auf Facebook und Twitter zu unseren Artikeln diskutieren. Ihr Community-Team.